Liebe Gemeinde im Netz, im 19. Kapitel des Hiob-Buches hören wir Hiob klagen. Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, die haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben habe ich davon getragen. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selber werde ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Schicksalsschläge können alle treffen. Die Guten wie die Bösen, die Armen wie die Reichen, die Sorglosen wie die Vorsichtigen. Und fast unvermeidlich erhebt sich offenbar die Frage, wer hat etwas falsch gemacht? Was hat der, den es getroffen hat, verschuldet? Oder kann wer anderes verantwortlich gemacht werden? Als diese Stadt Würzburg am 16. März 1945 in Schutt und Asche versank, da starben Tausende von Menschen und Zehntausende blieben traumatisiert, verletzt, verarmt zurück. Keiner, der die Nacht miterlebt hat, hat sie jemals vergessen können. Wie soll man so etwas einordnen? Wer ist schuld? In anderen Situationen hätte man die Engländer angeklagt. Ein Kriegsverbrechen ungeheuerlichen Ausmaßes. Auch im Krieg ist so etwas nicht erlaubt. Weil aber die Gewalt vorher von den Deutschen ausgegangen war und weil Städte wie Coventry vorher unter deutschen Angriffen gelitten haben, da stellen wir dieses Verbrechen in den größeren Zusammenhang. Wer Gewalt sät, wird Gewalt ernten. Aber hilft das? Ist das überzeugend, wenn man erklären muss, warum Säuglinge und Greise umkommen mussten? Wenn wir derzeit unter einer weltweiten Pandemie leiden, dann geschieht etwas Ähnliches. Wir beklagen Zehntausende von Toten allein in unserem Land. Unzählige haben mit den Spätfolgen der Erkrankung zu kämpfen. Wirtschaftliche Existenzen sind ruiniert. Und eine ganze Generation wächst heran unter Umständen, von denen wir noch nicht wissen, wie sie das später verarbeiten werden. Wer ist schuld? Zu Beginn kreiste der Finger über China. Dort scheint der Virus entstanden zu sein. Wildtiermärkte, die uns ohnehin suspekt sind, und Verschleierungstaktiken einer Diktatur haben dazu beigetragen, dass die Verbreitung des Virus begünstigt wurde. Momentan richtet sich unser Zorn auf die EU, auch auf die eigene Regierung. Sie schaffen es nicht, zumindest nicht schnell genug, Impfungen durchzuführen. Und dann gibt es in unserem persönlichen Leben Schicksalsschläge, die uns hart treffen. Ein unerwarteter Todesfall in der Familie, das Zerbrechen einer Ehe, Konflikte zwischen Familienangehörigen, die nicht mehr zu kitten sind, eine Krankheit, die mein Leben verändert, psychische Beeinträchtigungen, die einen isolieren. Unser Leben ist nicht immer eine heitere Blumenwiese. Womit habe ich das verdient? Fragen viele. Die einen suchen die Schuld bei sich selbst. Ich habe immer wieder alles falsch gemacht, kann man immer wieder sagen hören, oder immer trifft es mich. So beschreiben sich Menschen, die glauben, dass das Schicksal oder ein Gott sie mit besonderem Eifer heimsucht. Andere vergraben sich in Vorwurfshaltungen gegen Dritte, schuld sind die anderen. Aber hilft das wirklich? Löst die Schuldfrage ein einziges Problem? Hilft sie uns, mit der Trauer umzugehen, dem Schmerz, den Lebensängsten? Dem Hiob, dem ist all das passiert. Ihn trafen alle Schicksalsschläge, die einem so einfallen können. Seine Kinder kommen um, sein gesamtes Vermögen geht zugrunde und er selbst wird von Krankheiten geschlagen. Und seine Freunde wenden sich ab. Alle meine Getreuen verabscheuen mich, klagt er, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch und nur das nackte Leben brachte ich davon. Wir haben es bei Hiob sicherlich mit einer Kunstfigur zu tun. Die Geschichte will uns vor Augen führen, dass niemand vor schlimmsten Schicksalsschlägen gefeit ist. Denn Hiob ist ein gerechter Mann, wohlhabend und großzügig, aber das schützt ihn nicht vor den Einschlägen des Schicksals. Wer ist schuld? Seine Freunde versuchen ihn in vielen langen Kapiteln zu überzeugen,
dass er den Zorn Gottes auf sich geladen haben muss, weil er schwere Schuld begangen hat. Habe ich nicht, beteuert Hiob ein um das andere Mal. Schuld, so Hiob, ist vielmehr Gott. Gott hält sich nicht an den Pakt, der Gute wird belohnt, der Böse und nur der Böse wird bestraft. Die Frage nach der Schuld hilft nicht im Hiob-Buch, hilft nicht in unseren Lebenssituationen. Wenn wir Schicksalsschläge erleiden, dann wird unser Vertrauen erschüttert. Das Vertrauen in uns selbst, das Vertrauen in unsere Familie, unsere Freunde, das Vertrauen in die Politik, das Vertrauen in Gott. Denn das, worauf wir gebaut haben, trägt jetzt nicht mehr. Wir fühlen uns hilflos und ausgeliefert. Ein Spielball in der Hand von Kräften, denen wir nichts entgegenzusetzen haben. Die Welt, auf die wir vertraut haben, trägt nicht mehr. Mit der Frage, wer schuld ist, ist wenig gewonnen. Was aber brauchen wir dann in der Situation, in der wir von einem Schicksalsschlag getroffen werden? Hiob stößt ganz unerwartet einen Satz aus, der sich aus den vielen Kapiteln vorher überhaupt nicht ergibt. Ob nun er selbst oder Gott schuld ist, ein Satz, der wie eine Quelle aufsprudelt, die sich erst ihren Weg durch Gestein und Geröll suchen musste. Und er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er aus dem Staub mich erheben. Dieser Satz spricht nicht von Schuld und Unrecht, nicht von Ursachen und Wirkungen, sondern von Vertrauen. Hiob spricht aus, mein Leben liegt in Trümmern, aber die Hoffnung ist nicht begraben. Meine eigenen Kräfte sind am Ende. Nun warte ich auf den, der mich stärken wird. Meine Zukunft ist düster, aber die Zukunft Gottes für mich ist größer, weiter und heller, als ich das im Moment sehen kann. Ich habe Vertrauen, dass Gott mein Erlöser sein wird. Ich habe Vertrauen, dass das, was ich jetzt erlebe, nicht das Ende ist. Ich habe Vertrauen, dass zwar vieles zerbrochen ist, aber nicht alles. Nicht Gottes Güte. Nicht mein Vermögen, mich auf Gott zu verlassen. Nicht meine Seele, die sich Gott anvertraut. Ein heiler Kern ist bewahrt worden, dass meine Seele in Gott schwingt. Und dann ist wieder alles möglich. Mit einem modernen Begriff der Psychologie gesprochen, geht es um Resilienz. Wie reagieren wir auf Veränderungen und Herausforderungen, auf Stress und Schicksalsschläge? Welche Haltungen ermöglichen es uns, nicht nur durchzuhalten, sondern schließlich den Kopf auch oben zu behalten, uns mit dem versöhnen zu können, was uns trifft? Was hilft uns, nicht nur nicht unterzugehen, sondern in neuen Lebensumständen, die wir uns so nicht gesucht haben, gut zurechtzukommen? Es geht um Grundvertrauen, das mich weiterträgt, auch wenn es Einschläge gibt, die mich zusammenzucken lassen. Ein Grundvertrauen, dass ich in dieser Welt nicht untergehe, speist sich für religiöse Menschen aus dem Glauben an Gott. Die Unglücksgeschichte des Hiob wird vermutlich deswegen so überzeichnet, weil sie uns in aller Deutlichkeit sagt, wir dürfen nicht erwarten, dass Gott uns Leid und Kummer, Stress und Schicksalsschläge erspart. Es wäre ein kindlicher Glaube anzunehmen, dass der Fromme immer bewahrt wird. Wir mögen Momente der Bewahrung erleben, aber der Glaube ist kein Schutzschild gegen schlimme Ereignisse. Der Glaube aber singt ein starkes Lied. Wir sind eingebettet in ein Schicksal, das viel größer und weiter ist als unser eigenes endliches Leben. Zu diesem viel Größeren gehört, dass Gott sich an uns Menschen gebunden hat. Um genauer zu sein, an jeden und jede Einzelne. Unser Erleben und Erleiden schwingen mit in Gott. Sie tragen bei zu dem großen Gesang, der, wenn wir in einem schönen Bild bleiben wollen, vor Gottes Thron erklingt und nicht endet. Und in diesem großen Gesang ist unser Leben eine eigene, unverkennbare Melodie. Es kann
und wird nicht passieren, dass diese Melodie verloren geht. Wie in einer kunstvollen Komposition kann es Dissonanzen geben. Die aber löst der Komponist am Ende auf. Gott wird uns in die große Harmonie des Lebens einbetten. Das tut er mit Gewissheit, wenn wir das Todestor durchschreiten, und das bereitet er mit Gewissheit während dieses Lebens vor, während wir noch glauben, abzustürzen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, sagt Hiob. Lassen Sie diesen Satz in sich klingen, und ich bin sicher, dass er auch bei Ihnen die Sicherheit auslöst. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er aus dem Staub mich erheben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, in dem meine Seele geborgen sein kann, zu dem der Faden nie abreißt, der behutsam und ohne, dass ich es im Einzelnen erkennen kann, meinem Leben Halt geben wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.